Willkommen zurück, Leute. Wir stehen hier gerade im strömenden Regen. Es ist arschkalt und eins kann ich euch sagen, heute wird's gruselig. Wir haben uns nämlich gedacht, wir übernachten heute in einem Lost Place und zwar in einer verlassenen Psychiatrie. Boah, da kriege ich beim Anmoderieren ja schon richtig Bock. Also einladen, da geht's ja nicht mehr, oder? Der Alex ist heute auch am Start. Jo. Bock? Vollgas. Das wird heftig, Leute. Das wird auf jeden Fall gruselig. Wir sind alle drei keine großen Horrorfilme-Fans. Das ist schon mal ein Nachteil für diese Challenge. Das Ganze könnte eigentlich ein Beginn von einem Horrorfilm sein. Boah, also der Weg, der sieht ja mal wirklich geil aus. Da kommt man in Stimmung, oder? Da ist es, das Gebäude. Boah. Was sagst du zu unserer Unterkunft für heute Nacht? Ich will nach Hause. Boah. Eieiei, ob das eine gute Idee ist? Zu langsam kriege ich Angst. Es wird wohlig warm da drinnen. Boah. Die Dusche haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Ah ja, da ist ja der Eingang. Ach, die Alex. Der letzte Moment in Freiheit. Rein da. Nochmal kurz zur Anmerkung, das ist hier eine verlassene Psychiatrie. Wir sind jetzt gerade im ersten Stock und schauen uns das Ding jetzt mal an. Plus. Wow. Da hat jemand vergessen runterzuspülen. Beschäftigungsgruppe 1992. Das bist du unter Wasser. Unter Wasser? Boah. Boah. Shit. Jetzt mal leise, ganz kurz. Also ein Plätschern im Schlafen wird auf jeden Fall angenehm. Fast wie Meditationsmusik, oder? Ja, stimmt. Also das hier dürfte jetzt der Keller sein. Ja, da könnte man schon das Lager aufschlagen. Altes Regal. Boah! Ein Messer. Das sieht selbst gebaut aus. Ja, machen wir es ins Ohr. Ohne Spaß. Du hast gerade einen abgestellt, glaube ich. Das war ich nicht. Das ist ein Geist gewesen. Alter. Schon sehr creepy. Vorsicht, Hygiene. Wirklich, bloß nicht nach der Seife. Nicht, dass ein Geist von dir kommt. Eine Säge. Die versteckt man aber auch gleich. Sollen wir sie mitnehmen? Ja, nimm die mit. Was macht diese Säge echt hier? Ihr seht es, Leute, diese Location, die hat es auf jeden Fall in sich. Das sind alles die Patientenzimmer hier. Patient, was steht da? Wohl würde ich mich da nicht fühlen. Diese Psychiatrie ist echt verdammt creepy. Es ist ja wirklich verdammt gruselig hier drinnen. Alter, mein Licht. Mein Licht spielt verrückt, Leute. Boah, also diese Duschen, die haben ja wirklich absolut Horror-Vibe. Hier ein Auge zuzubekommen wird auf jeden Fall eine Challenge. Boah, der hat mich wirklich geschreckt. Sind noch Sachen drin und vielleicht lebt in dem Gebäude noch jemand. Was ist das Gleitmittel? Also wenn das nicht gruselig ist. Stock Nummer 2. Das hat mich echt ein bisschen geschreckt. Ah, den kann ich mir nicht verkneifen, Leute. Schon creepy. Alter, wo ist der? Ja, das ist erschreckend. Wartet da hinter irgendeiner Tür jetzt. Ja. Der hat mich so erschreckt, dass ich unabsichtlich im Dauer die Kamera ausgeschaltet habe. Schau dir das an. Das ist ein Glory Hole. Geh mal näher. Geh mal näher. Da hat es mich echt gehabt, Alter. Also jeder von uns hat sich hier schon einmal erschreckt. Ja, der Glas zu verstecken ist nicht so gut. Ein Stock gibt's noch. Ab aufs Dach. Boah. Richtig geile Aussicht, auch wenn sie wahrscheinlich gar nichts sieht. Es ist komplett neblig. Das ist echt wie in einem Horrorfilm gerade. Wow.
Boah, die Aussicht ist so geil. Jungs, gehen wir wieder rein, oder? Es ist arschkalt. Ja, rein in die 5-Sterne-Unterkunft. Das kann ich. Ja. Alter, kommt doch nicht mal zu euch. Nein, Bro. Wer soll noch kommen? Der Alex glaubt bis jetzt, dass das hier der Fall ist und noch vorne von uns kommen und das ganze der Geist ausfordern. Das ist kein Break, Bro. Der vertraut uns nicht. Also das ist ja mal ein geiles Bild hier. Die zwei schrecke ich jetzt. Alter, fuck. Jetzt hat es euch gewissen, oder? Ja, der reißt dann immer. Beim Fredo kann ich das nicht machen, sonst habe ich die Säge im Gesicht stecken. Wir haben jetzt alle Stockwerke ausgecheckt und ich denke, wir haben jetzt ein schönes Plätzchen zum Pennen entdeckt. Der Raum? Der Raum schaut schmuck aus. Ich glaube, hier werden wir pennen. Shotgun nicht bei der Tür! Shotgun ist bei der Tür. Oh oh. Wir können ja so liegen, oder? So. Shotgun hinter, bitte! Shotgun ganz zum Fenster. Ach, Fredo, du hast die Arschkarte gezogen. Ich glaube, du wirst mit der Säge schlafen müssen. Du, was machst du da? Putzen. Fredo, kannst du da mal bitte den Raum ausräuchern, damit die bösen Geister verschwinden? Boah, das sieht ja schon fast wie ein Kunstwerk hier aus. Also jetzt glaube ich mittlerweile, es könnte sogar eine angenehme Nacht werden. Ja, sieht eigentlich ziemlich angenehm aus. Ja. Kann was. Eigentlich ganz gemütlich. Also ob ich da ruhig schlafen könnte, wenn ich direkt da beim Eingang wäre. Damit du heute Nacht auch ein Auge zukriegst. Ein Zimmer mit Dusche. Das ist ja Luxus vom Allerfeinsten. Wir haben hier natürlich noch ein paar Spiele mitgenommen. Und zwar ein gutes altes Ouija-Brett. Fredo hat hier noch ein paar Kerzen. Mit den Kerzen wird das alles richtig schön ausschauen. Richtig romantisch. Der provoziert es aber auch richtig, dass da halt noch ein Geist erscheint. Hände drauf auf das Ding, jetzt wird eine Runde gespielt. Man muss ganz ruhig auf die Finger drauf, jeder auf einer Seite. Jetzt muss man die Augen schließen. Er muss erst einmal eine Frage stellen. Ja, okay, okay. Ist hier jemand mit uns in diesem Gebäude? Macht ihr gerade was, Leute? Yes, Alter, yes! Das ist ein Yes, hier ist noch jemand. Lebt die Person, die noch in diesem Gebäude mit uns ist? Goodbye, Alter. Y. A. Der Geist kann kein Englisch. Das ist R, oder? Ja. Ja. Es zieht ganz stark in die Richtung. Jarak! 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 Ein Jarak ist hier. Leute, Finger drauf, ich spür grad was. Ja, mich zieht's die ganze Zeit hier rüber. 69! Jarak 69 wird hier kommen. Genug gespielt hier mit diesem Brett. Mit dem Jenseits haben wir auch kommuniziert. Ich glaube, es geht jetzt gleich in die Haie. Schließen wir mal das Tor zur Hölle. Zum Jarak 69, der kommt hier nicht rein. Boah, ich sehe jetzt schon, dass ich in der Nacht aufs Klo muss und dann da durch die Tür in die Todeszone gehen muss. Okay, jetzt wo wir so viel davon geredet haben, muss ich echt meine Blase entleeren. Boah, Alter, lass mich hier nicht allein. Ah! Oh. Allein hier aufs Klo gehen ist schon creepy. Boah, auf die Idee muss man auch mal kommen, hier zu pennen. Ich glaube, da sind wir genau richtig in der ehemaligen Psychiatrie. Der Fredo liest jetzt mal die Story zu diesem Ort hier vor. Fürsorgeanstalt der Stadt Wien, 1942. Alter, der schläft einfach, während der dann die Horror-Story vorliest. Ich glaube, für uns geht's jetzt in die Heuer, Leute. Wie spät ist es? 23.40 Uhr. Na gut, gute Nacht, Leute. Ich muss tatsächlich pissen. Das heißt, ich kann jetzt ganz alleine auf diesen Gang gehen. Ich
5:17 Uhr. Müssen alle da pissen. Weil sich alleine wieder keiner traut. Boah, kann ich jetzt zurückgehalten. Boah, sind die Verdammnis. Gute Nacht wieder. Gute Nacht. Sechs. Ah. Wie spät ist es? 7 Uhr. Ich hatte gerade ein bisschen weirde Albträume. Also von mir aus können wir gerne rauskommen. Ist die Hose noch trocken? Semi-trocken. Ich würde sagen, wir stehen mal auf, oder? So gut wie im Tunnel habe ich hier nicht gepennt. Ich fühle mich richtig verspannt. Wenigstens wurden wir nicht entführt, abgestochen oder von einem Geist verzerrt. Ja, am Anfang habe ich gut geschlafen, dann war ich irgendwie länger wach. Und jetzt am Schluss habe ich so weirde Albträume gehabt. Auf jeden Fall können wir hier gerne raus. Das Schlimmste war, wo ich irgendwann um 1 Uhr aufs Klo musste. Ich habe das echt wohl wieder eine halbe Stunde zu verdrängen, aber dann irgendwann musste ich einfach gehen. Das war echt nicht chillig. Ja, dann werfen wir mal die Zimmerleuchte an, ha? Duschen gehen. Na gut, packen wir uns zusammen, oder? Raus hier. Und sieht genau wieder wie vorhin aus. Da kann man jetzt vom Boden essen. Willst du mal vorzeigen? Boah, dieser Raum ist eigentlich richtig ekelhaft. Also falls ihr Bock habt, hier zu pennen, den Raum können wir nur empfehlen. Wir legen euch die Säge schon mal hier hin. Jetzt aber raus hier. Abflug. Boah, weg hier. Was meinst du? Ich bin froh, dass wir gleich draußen sind. Die Geister, die können mich mal. Alles hier hermetisch verriegeln wieder. Damit die Geister ja auch schön drinnen bleiben. Das ist es, das Ding. Wie aus einem Horrorfilm. Mit der Schaukel davor. Endlich wieder draußen. Das war eine Nacht. Das war's mit der Übernachtung in der Psychiatrie. Wir sind alle noch am Leben. Kein Geist hat uns da drinnen massakriert. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht für immer verflucht. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Falls ihr noch Locations kennt, wo ihr euch denkt, da können wir coole Videos machen, dann schickt uns die gerne. In dem Sinne, nicht vergessen zu abonnieren, liken, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Und jetzt mit Motivation, Fredo. Wir sehen uns im nächsten Video.